Da sind wir am Start mit Horror Night spielt eure Maps. Erste Map von Brezel Gamer. Wir sind drin. Beschreibung, Map-Name habe ich jetzt gar nicht hingeguckt. Da weiß ich jetzt gar nichts zu an der Stelle. Sieht mir aber aus wie eine Map, die an Tempel erinnern soll. Also in dem Fall mein Favorite-Finale. Oder eines meiner Favorite-Final-Games. Ist jetzt halt die Frage. Ich denke mal, alle Türen sind richtig. Aber welche führt zum... Genau, welche führt zum Ziel? Sind wir drin in der zweiten Map? Bewertung machen wir gleich. Bis gleich. Und auch wieder zurück in der nächsten Map. John, seine Map, die wir im letzten Video gespielt haben, wo ich den Troll übersehen habe, beziehungsweise drauf reingefallen bin, hat er ein bisschen umgebaut. Wir sollen sie nochmal probieren. Da sind wir auf jeden Fall drin. Zur Bewertung von Brezel Gamer seiner Map eben war für mich auf jeden Fall eine stabile 7 von 10. 7 von 10 deswegen, weil es mir viel zu kurz war und ich entweder durch Zufall oder beabsichtigt den richtigen Weg gefunden habe und gar nicht weiß, wie es jetzt da weitergegangen wäre oder ob es da noch was anderes gegeben hätte. Deswegen eine 7 von 10. Hätte auf jeden Fall für mich persönlich noch viel länger sein können und vor allen Dingen auch ein bisschen schwieriger, weil ich zocke jetzt wieder mit Controller, wie ihr es seht. Kameramäßig bin nicht mehr mit Tastatur am Start wie die letzten Videos, deswegen können die Maps auch ruhig ein bisschen schwerer sein. Genau. Das war ein Tor. Okay. Perfekt. Bin ich jetzt rechts lang oder links lang? Ah, warte, da geht's weiter. Da geht's weiter. Warte mal, wie komme ich denn jetzt da runter? Warte, ich schaff das. Ja. Bisschen langsamer einfach, dann passt das. Ja, wo geht's hier hin? Oh ja, okay, zwei Türen. Ja. Okay, sieht uns. Ich bin neugierig. Ich bin interessiert. Er hat die Map anscheinend komplett umgebaut. Weil letztens im Video sah die ganz anders aus. Ihr erinnert euch vielleicht schon daran. Ist halt die Frage, gab es da oben jetzt einen Checkpoint? Ach du Scheiße, wo geht's denn hier hin? Ach du grüne Neune. Ich glaube aber, das war der richtige Weg, oder? Ja, ich glaube, das war der richtige Weg. Sehr schön. Wichtig und richtig. Ja, also, John, gut überarbeitet. Sehr stark auf jeden Fall. Gefällt mir mehr als letztens, wo ich sie gespielt habe. Weil jetzt ist das Ganze auch ein bisschen offensichtlicher. Und demnach auch besser. Auf jeden Fall eine stabile 8 von 10. Vielen, vielen Dank fürs Bauen. Auch an jeden, der mir Map-Codes schickt. Wir sehen uns in der dritten Map. Auch von John. Auch von ihm selbst erstellt. Mit dem Titel The Maze. Gucken wir dann gleich mal rein. Wir sehen uns. Bis gleich. Back in der dritten Map. Ja, das sieht interessant aus. Das sieht eindeutig interessant aus. Sage ich euch, wie es ist. Da ist auf jeden Fall mein Entdecker-Ehrgeiz ganz anders geweckt. Ich bin gespannt, wo es hier lang geht. Das ist doch mal eine Map, die sieht doch schon mal mehr nach dem aus, was ich sehen will. Und vor allen Dingen erinnert mich das auch mehr an Tempel. Vielleicht ein bisschen zu viel Tempel, weil ich weiß gar nicht, wo ich hier lang muss. Hilfe! Ja, auf jeden Fall könnt ihr gerne ein Like da lassen, wenn ihr Bock habt. Da an der Stelle, wenn euch die Horror Night spielt, eure Map-Reihe gefällt, gern Like da lassen, alle Socials in der Videobeschreibung auschecken. Instagram, wo ich sehr aktiv bin, Twitter, YouTube, man kennt's, TikTok und so weiter und so weiter. Könnt ihr gerne vorbeischauen, Foto lassen, wenn ihr euch drin seht und natürlich auch die Map selbst spielen. Die Codes der Reihenfolge nach, so wie ich die Map im Video gespielt habe, sind in der Videobeschreibung zu finden. Genau. Heilige Scheiße, hab ich keine Ahnung, wo ich hier lang muss. Ach du grüne Neune. Bro. Das ist auf jeden Fall meine Map, da sehe ich mich. Sowas könnt ihr öfters bauen. So eine verwinkelte Map, wo man einen Weg finden muss, auf jeden Fall sehr, sehr nice. Klar, kann den einen oder anderen triggern. Ich persönlich finde es geil. Wenn jetzt hier am Ende noch so ein Troll eingebaut wäre, wäre es, glaube ich, das Beste.
Und falls man im Hintergrund die Staubsaugergeräusche hört, dann ist es auf jeden Fall an der Stelle meine Mom. Ich hoffe, das hört euch nicht. Ich weiß natürlich nicht, ob man die Staubsaugergeräusche hört. Ich höre sie bloß. Ob ihr es hört, ist dann nochmal eine andere Sache. Bro, was ist das denn? Ach du Scheiße. Ich glaube, da werden wir noch einen zweiten Try brauchen. Weil wenn ich das jetzt beim First Try schaffen würde, wäre es schon ein Wunder. Ich glaube nicht, dass das beim First Try möglich ist. Man kann natürlich hier auch durch die Wände durchgucken. Hilft einem jetzt aber auch nicht so viel. Ich habe mich verlaufen. Warte mal. Ja. Also ich würde lügen, wenn ich sagen würde, ich habe Ahnung, wo ich lang gehe. Aber nee, ich weiß tatsächlich nicht, wo es hier lang geht. Aber das ist doch der Sinn der Sache und da freue ich mich drüber. Jetzt halt das Ding, es kann jetzt natürlich mehrere Möglichkeiten sein, dass es am Rand lang geht oder eben durch die Mitte lang. Es kann jetzt halt alles sein. Ja, das ist auf jeden Fall. Bin ich hier denn schon mal gewesen? Weiß ich nicht. Freunde, das ist auf jeden Fall genau das, was ich spielen möchte. Und das meine ich nicht sarkastisch, das meine ich komplett Real Talk. Bloß, dass die Wände so weit hochgezogen sind, das stört mich ein bisschen. Und dadurch kriege ich ja drin gefühlt Paranoia. Ich denke mal, das ist auch das Ziel des Ganzen. Das ist halt das Ding. Durch die Mitte ist es, glaube ich, nicht. Sonst hätte ich den Weg schon gefunden. Ich werde gleich, wenn wir neu spawnen, mal komplett versuchen, links lang zu gehen. Oh, warte. Scheiße. Bro. Ach du grüne Leine. Das war's komplett. Aber ich habe auf jeden Fall schon mal das Thumbnail an der Stelle auch direkt mitgenommen. Da nehmen wir hier das Foto von der Map. Sage ich euch, wie es ist. Das macht sich gut. Aber der Countdown wird gleich kommen. Und dann sind wir mehr oder weniger gearscht. Ach du grüne Leine, ey. Warte mal. Nee. Irgendwie nicht. Ja, ich bin raus. Ich habe keine Ahnung, wo ich bin. Oh, Bruder. Hilfe. Ich habe jetzt wahrscheinlich wieder die Hobby-Doktoren in den Kommentaren, ich wollte gerade sagen im Chat, die den Weg wahrscheinlich direkt gefunden haben. Schon, ohne es selbst durchzuspielen. Aber ich zähle nicht dazu. Warte mal. Mein Ziel ist es jetzt erstmal zurückzulaufen. So. Dann gehen wir da an der Seite lang. Ja, das könnte der Weg sein, wäre aber, denke ich, zu easy. Da wird am Ende safe irgendwie noch so ein Troll sein. Man muss natürlich auch immer eine weite Strecke laufen. Aha, warte mal, da wird es doch schon interessant. Ah, warte. Ja. Hier vorne ist safe. Ja, warte. Jetzt wird's interessant. Warte mal. Da kommt auf jeden Fall der Weg von da
Wir müssen also am Anfang rechts lang gehen. Oder ist es hier irgendwie, dass ich da runter muss? Nee, warte. Ja, nee, scheiß drauf, egal. Ja, nicht schlimm. Ich dachte, da unten geht es nochmal irgendwie weiter. Noch was Unsichtbares oder so. Aber wir gehen am Anfang rechts lang, dann wird es das sein. Wette ich mit euch. Aber sowas ist geil. Da auf jeden Fall vielen Dank an John. Sehr, sehr geile Map. Gefällt mir absolut. Kann ich jetzt schon sagen, 10 von 10. Unabhängig davon, ob ich so beende oder nicht. Weil das ist genau das, was ich sehen will. So Tempel-Labyrinth-Zeug, wo man sich den Weg suchen muss und überlegen muss, wo man lang geht. Das ist das, was ich sehen möchte, Freunde. Aber ich bin am Arsch. Wir starten die Map noch einmal neu. Ich werde es noch einmal probieren und dann sehen wir uns an der Stelle gleich im Second Try der Map. Weil die will ich auf jeden Fall jetzt erstmal erkundet, erstmal gucken, wo es lang gehen könnte. Jetzt haben wir hier noch zwei Varianten, wo der Weg auf jeden Fall stimmen kann. Die zwei Varianten will ich jetzt noch probieren. Ich habe nämlich eine Idee. Ja. Da habe ich auf jeden Fall eine Idee. Und die probieren wir jetzt. So, mal gucken. Warte mal. Genau. Dachte ich mir nämlich. So, dann kann es rein theoretisch nur noch hier lang sein. Und da dann irgendeinen Weg, den ich jetzt übersehen habe. Oder habe mich komplett verarscht. Und habe mich wieder mit einem so einer Torholz hochgenommen. Dann bin ich natürlich ganz dezent genudelt. Aber wir werden es sehen auf jeden Fall. Wir werden es sehen. Ich bin gespannt. Jetzt bin ich aber letztendlich wieder hier, da wollte ich nicht hin. Also hat er mich doch genudelt. Perfekt. Danke dafür, John. Jetzt bin ich komplett raus. Aber wir kriegen das hin, Freunde. Believed in mich. Believed oder lasst das? Ich krieg das hin. Hier nicht. Ja. Man kann es eigentlich nur noch mal hier, aber irgendwo anders lang laufen. Bro, das ist doch. Kannst du dir nicht ausdenken. Ich bin safe schon mal den richtigen Weg gegangen, aber hab's gar nicht mitbekommen. Das könnte so typisch Horror Night Move sein. Ja. Es ist natürlich gottlos. Aber hier war ich, glaube ich, auch schon mal, oder? Oder? Nee, ich weiß nicht. Oder hat mich so hops genommen mit der Map. Ach du Scheiße, ey. Jawohl. Obwohl. Oder jetzt bitte lass es kein Troll sein. Lass es kein Troll sein. Bitte kein Troll. Sei nicht so zu mir. Oder die Map. Das ist mir schon fast zu viel. Also. Hä? Du willst mich doch ficken. Bro. Da vorne ist der Weg. Hier. Warte mal. Hier. Warte. Hier. Wir haben's. Ja, wir haben's. Let's go. Freunde, finally. Wichtig.
Wichtig und richtig, absolut starke Map, 11 von 10. Sage ich, wie es ist, wir hatten schon mal eine 11 von 10, das ist die zweite 11 von 10. John, vielen Dank für die Map. Check die Map ab. Genau so eine Map, die meinen Vorstellungen entspricht, so wie ich mir eine Map vorstelle. Jeder hat natürlich andere Ansichten, wer wie wo seine Maps haben möchte. Ich persönlich möchte genau sowas spielen und da auch vielen Dank fürs Bauen. Wer Bock hat, mir natürlich in Zukunft Maps zu bauen, kann die gerne auf meinem Discord-Server reinschicken. Da habe ich einen Channel für Map-Codes, da könnt ihr auf jeden Fall gerne die reinbuttern und dann werde ich die auch im nächsten Video spielen. Vielen Dank an jeden, der Bock hat. Ich glaube, das ist eine Map, die kann ich gar nicht alleine schaffen, kann das sein? Der Bock hat, mir Maps zu bauen. Wir sind jetzt hier in einem Map-Code von Peggy, den sie mir geschickt hat. Von anderen erstellten Usern, die Maps gemacht haben. Also sind nicht ihre erstellte Maps, sondern sie hat mir die Codes geschickt von anderen Leuten, die eben gemacht haben. Ich sehe aber gerade, das kann doch solo gar nicht möglich sein, glaube ich, oder? Weil man am Ende dieses Ding hat, wo man einen zweiten braucht zum draufspringen. Aber wir probieren es mal. Ich muss da erstmal nochmal hinkommen. Du Scheiße mit den Dingern, näher, das geht mir komplett auf den Keks. So, warte mal. So. Ach nee, ich habe nichts gesagt, alles gut. Ich dachte, man braucht da einen zweiten, um hochzukommen. Alles gut. Ich habe nichts gesagt. Alles gut, Freunde. Oh, warte. Ich muss mal ja mal gucken. Ach so, ja. What the? Okay. Also bis jetzt auf jeden Fall sehr, sehr geil. Ich kann jetzt schon mal sagen, bis hierhin ist es jetzt eine 9 von 10. Bis zu 10 von 10, weil man eben hier, wie ihr es ja gerade seht, sich so Sachen hin und her schieben muss, was ich auch sehr interessant finde. Ich weiß ja nicht, wie die Map sonst noch sein wird. Aber bis jetzt 9 von 10, 10 von 10, ja doch. Aber die Frage, die ich mir jetzt stelle, also man muss da drauf, das ist klar. Aber ich habe eine Idee. Ich habe doch keine Idee. Ich glaube, ich habe verkackt. Ich glaube, ich muss die Map nochmal neu starten. Weil ich die hätte, denke ich, da so drauf stehen bleiben müssen, oder? Warte mal. Ja, Bruder, wie mache ich das jetzt? Jetzt bin ich im Bedrängnis. Ah. Ich bin überfragt. Ich bin zu dumm für sowas. What the? Naja, Ah, Gott. Nee. Ich krieg Schmerzen. Ach du grüne Leine. Ah, nee, Bruder. So, warte mal, jetzt müssen wir. Schiebe ich das Ding hier nochmal runter. In der Hoffnung, dass es darüber fällt, nochmal neu spawnt. Das ist jetzt nicht dein Ernst. Ach, du willst mich doch. Ach, du willst mich doch komplett. Ach, du willst. Nein, ach, Bro. Ich hab's kaputt gemacht. Ich hab's kaputt gemacht. Ja, ist auch ein dezentes Problem. Nur geht. Weil die Zeit brauche ich ja oben. So, jetzt muss ich überlegen. Also, was ist jetzt meine Aufgabe? Hier hoch kann ich nicht. Bedeutet, ich
muss darüber. Und dann da hoch. Aber wie zum... What the... Ich verstehe es nicht. Warte, ich muss das Ding kippen. Ich muss das Ding kippen. Und dann muss mich das darüber schleudern. Ich muss es in die Richtung kippen. Ne, nicht in die. Doch in die. Warte. Warte. Und dann muss ich das drehen. Nee. So, nee, in die Richtung nicht. So. 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 Oh mein Gott, bin ich ein Genius. Leck mich am Arsch. Warte, was? Nee. Oh mein Gott. Bro. What the? Ich muss kurz schwitzen. Ich bin, warte mal. Ja. Nee, ja. Warte. Nein. Warte. Ja. Nein. Warte doch. Warte, nein. Warte. Warte, du willst mich doch. Nein, warte. Nein. Warte. Warte. Nein. Warte kurz. Warte. Was? Wer? Wie, wo, warte, was? Wie, wo, wer? Warte, was? Warte. Wir sehen uns im Third Try, Freunde.
Sehr wichtig. Sehr schön Zeit sparen. Dann hier hoch. Rüber. Du willst mich doch. Du hast doch. Du bist doch. Bitte nicht den Checkpoint. Oh Gott. Grundgütiger. Und dann hier rüber. Okay. Gib mir doch die Bälle. Gib mir doch irgendein Ball. Ja, du hast doch. Gib mir doch. Oh mein Gott. Bro, ich krieg. Oh mein Gott, Bro. Diese Map. Wer denkt sich sowas aus? Verstehe ich nicht. Hä? Ich muss doch da hoch. Wie komme ich? Ach, Digga. Bro. Vielen, vielen Dank fürs Zuschauen. Ich wünsche euch einen wunderschönen Tag. Lasst gerne ein Like da für diese absolut kranke Map. Ich habe sowas legit noch nie gesehen in meinem Leben, dass man diese Elemente so nutzen kann wie die Basketbälle. Dass in dem Fall der Basketball so eine Connection hat, dass du da nochmal hochspringen kannst. Schreibt es mir gerne rein, ob ihr sowas schon mal gesehen habt. Ich wünsche euch einen wunderschönen Tag. Wir sehen uns heute Abend 19, 20 Uhr im Stream.